Ja, willkommen zu dem Talk Cassandra on Steroids. Ich habe, bevor ich den Talk anfange, kurz eine Frage. Ich habe gesagt, ich mache den Talk in Deutsch. Und wenn hier alles Deutschfähige sind, mache ich das auf so? Or anybody not speaking German here? Gut, das heißt, der Talk wird wie geplant in Deutsch stattfinden. Ja, also nochmal willkommen. Hier auf dem, ich glaube, das ist der letzte Talk in diesem Raum. Willkommen zum Vortrag. Ich bin Christian. Ich bin im Open-Source-Bereich schon ein bisschen länger unterwegs. Heutzutage arbeite ich bei der Firma Trivago, im Wesentlichen im Bereich Storages, Caching. Entsteht aber auch immer noch Open-Source in dem Bereich, sieht man in dem GitHub-Account, im Firmen-GitHub oder auch in meinem privaten Account. Da sind auch einige Open-Source-Dinge auch im Bereich Caching. Dort haben wir zum Beispiel das Triava-Projekt, was die Trivago-Java-Bibliothek enthält, was auch einen JCache-kompatiblen Cache enthält. Aber das nur zur Seite, weil es auch um Caching geht. Diesmal geht es aber nicht darum, sondern diesmal geht es um Cassandra. Und warum wir migriert haben von Memcache nach Cassandra, warum würde man das tun? In der Vergangenheit haben wir den Memcache benutzt, sehr, sehr lange, über 7 Jahre lang. Das war auch sehr, sehr erfolgreich. Und das System, wovon wir sprechen, hier cached URLs. URLs sind natürlich nicht so ganz klein, sind ein bisschen größer als nur kleine Werte. URLs können 100 Byte lang sein, können 1 Kilobyte lang sein, 2 Kilobyte oder noch viel länger. Aber cachen wollen wir sie trotzdem. So, die Frage ist natürlich, wenn wir in der Vergangenheit immer Memcache benutzt haben, wenn das jahrelang gut gegangen ist, warum dann verändern? Memcache ist schließlich ein stabiles System und eigentlich könnte man es ja weiter benutzen. Das haben wir auch die letzten Jahre immer gemacht. Bloß was dann gerne immer passiert ist, ist das Folgende. Was man hier sieht, ist ein Graph zum Bereich Evictions. Das heißt, der Memcache ist nun mal limitiert auf die Größe des RAMs. Voll ist voll. Wenn er voll ist, dann werden halt Elemente rausgeworfen. Natürlich wissen wir das, wir kaufen immer Server nach, das machen wir jedes Jahr, noch mehr Server, noch mehr Server, noch mehr Server. Trotzdem passiert es in Extremfällen, dass halt trotzdem was evicted wird. Und in dem Fall hier haben wir zum Beispiel 6000 Elemente pro Sekunde werden rausgeworfen auf dieser einen Instanz. Wir haben mehrere Instanzen davon, das heißt, es werden pro Sekunde ungefähr 100.000 Elemente pro Sekunde herausgeworfen. Ist vielleicht nicht ganz optimal, jetzt kann man natürlich sagen, wir provisionieren weiter für den maximalen Superpeak und stellen wir noch 10 Maschinen weiter und dann passt es für kurze Zeit, aber vielleicht gibt es ja auch einen anderen Weg. Um nochmal einen Hintergrund zu geben, worum es hier wirklich geht, ich habe gesagt, wir cachen URLs und um was für URLs geht das, dass die Trivago-Preissuche ist im Kontext nicht so wahnsinnig wichtig. Das Einzige, was halt da relativ wichtig dran ist, ist dort, wenn jemand hier drauf klickt, kommt er zu einer Partnerseite, zu einem Buchungspartner. Das ist eine URL logischerweise. Und die halten wir vor. Warum halten wir die vor? Wir wollen dem Kunden natürlich ein gutes Erlebnis bieten. Das soll schnell gehen, so schnell es geht, so weit es in unserer Macht steht. Und es soll vor allem auch funktionieren. Wenn der Kunde hier draufklickt, erst unseren Buchungspartner fragen müssen, jetzt gib uns bitte mal eine URL, dann kann das dauern. Oh, das funktioniert nicht, das ist nicht schön für den Kunden, also speichern wir die URLs. So viel zum Hintergrund. Kurze Frage zum Verstehen. Ihr habt da quasi mehrere Memcache-Server wahrscheinlich im Einsatz. Ich hätte jetzt eher gesagt, wenn quasi Memcache-Server voll ist, stellt man einfach noch 4-5 Stück dazu hin. Also genau, das. Genau. Die Frage war, warum man nicht einfach weitere Memcache-Server hinzustellt, wenn der eine Memcache-Server beginnt zu evicten. Punkt ist, das haben wir getan. Das haben wir über Jahre kontinuierlich getan. Erst war es einer, dann waren es 3, dann waren es 5, dann waren es 10 und dann waren es 20. Und bei relativ starkem Wachstum ist das irgendwann nicht mehr schön. Da hat man eine riesige Farm von Cache-Servern, die, wenn einer mal gewartet wird, die Daten sind dann auch weg. Das ist
alles ziemlich unerfreulich. Und das, genau, die Frage ist natürlich wirklich sehr gut, warum tut man das? Das will ich halt auch gerade beantworten. Warum? Ja? Es ist tatsächlich so, irgendwann war die Überlegung halt, geht das nicht auch anders? Und daher haben wir dann mal entschieden, mal darüber nachzudenken, ob es nicht anders geht. Als Hintergrund einfach mal, wie viele Links müssen wir überhaupt speichern? Es sind nicht so ganz wenige, weil allein so als Hintergrund, wir haben 1,3 Millionen Hotels in 190 Ländern, 200 Buchungspartner und die sind in 55 Ländern aktiv. Das heißt, das kann man jetzt alles mal multiplizieren und weiß, wie viele Links das so potenziell sein könnten. Natürlich haben wir nicht alle diese Links. Aber immerhin, auf jeden Fall kommen über 100.000 Preise pro Sekunde rein und das heißt, es kommen auch 100.000 URLs pro Sekunde rein, die halt bearbeitet werden müssen. Ist für ein Memcached, allein fürs Speichern, fürs Lesen, erstmal überhaupt kein Akt. Aber natürlich speichern, wir brauchen ungefähr 1 Terabyte. Natürlich kann man Maschinen hinstellen, die das können. Die Frage ist natürlich, dann haben wir hinterher vielleicht 20 oder 50 Maschinen und die Frage, die ich halt hinterher auch beantworte, ist, mit wie vielen Maschinen kommt man denn aus, wenn man das System komplett anders aufbauen? Und ich kann eins sagen, es sind deutlich weniger, aber das verrate ich erst am Ende. So, das heißt, Idee war grundsätzlich zu sagen, wenn es ins RAM nicht passt, gehen wir halt auf Disk. Und die ungefähr, was ich schon sagte, wir schreiben ungefähr 100.000 Links pro Sekunde, und wollen bis zu 1 Million pro Sekunde schreiben können und lesen aber extrem wenig. Das ist jetzt sehr speziell. Wir haben ungefähr nur 1000 Reads pro Sekunde. Das ist verglichen mit den Writes natürlich extrem wenig. Das ist vom Verhältnis natürlich sehr asymmetrisch, das Read-to-Write-Ratio. Ja. Muss man bei der Auswahl des Tors sicherlich beachten. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten für Tors, wenn wir jetzt sagen, wir wollen cachen? So sieht ungefähr die Welt der Caches aus. Ja. Das ist nur eine kleine Auswahl an Caches, die es überhaupt so gibt, aber man kann grundsätzlich zwei Achsen betrachten. Erstmal ist die Frage, speichern wir im RAM? Untere Zeile? Speichern wir auf Disk? Das ist schon mal die eine Frage. Und die zweite Achse ist halt, arbeiten wir hier rein lokal, wirklich auf der Node selber, remote, wie beim Memcache, Redis, ja? Oder wirklich Distribute. Distribute ist auch nicht viel anderes als Remote, ist aber halt noch einen Schritt weiter, weil Cluster bieten einem normalerweise noch mehr Möglichkeiten, dass die der automatischen Key-Verteilung und ähnliches. So, wo sind wir jetzt? Wo gehen wir hin? Ich habe gesagt, wir sind beim Memcached. Das ist, hier im RAM-Bereich ist natürlich relativ schnell. Das ist gut. Und man sieht jetzt vielleicht schon, da oben gibt es so einen Ball mit Rot und Grün. Das heißt, je grüner das ist, umso schneller ist das System eigentlich. Und je roter das ist, umso langsamer ist das potenziell. Das heißt, wir gehen momentan von etwas, was potenziell sehr schnell ist, der Memcache, zu etwas, was eigentlich so das Worst-Case-Szenario, Cassandra. Natürlich auch da wieder die Frage, warum tut man das und funktioniert das am Ende? Ja? Die Lösung von, die Frage war, Twitter hat eine Lösung, dass man Memcached erweitert durch eine SSD-Lösung. Haben wir an der Stelle nicht untersucht. Wir haben uns ungefähr 10 verschiedene Tors angeguckt. Der war jetzt in dem Fall ausnahmsweise mal nicht dabei. Das Wichtigste ist halt, dass weiterhin auch TTLs unterstützt werden. Das heißt, Expiration pro Key muss möglich sein. Und faktisch bleiben gar nicht so viele Systeme übrig, die das alles so können. Ja. Effektiv haben wir hinterher gesagt, wir brauchen was extrem schnell schreiben kann. Das heißt, der Schreibdurchsatz muss gut sein und es muss TTLs können. Und da blieben einige Systeme übrig, viele kommerzielle, oder das heißt viele, einige kommerzielle, einige komplett Open Source, unter anderem Cassandra. Wir haben dann gesagt, okay, dann versuchen wir es mal mit Cassandra, ob das denn geht. Denn wir wissen von sich aus, Cassandra sagt ja von sich, wir sind super im Schreiben und wir müssen extrem viel schreiben. Super, also
Versuchen wir es doch mal. Wir haben auf jeden Fall mit der Cassandra, wir haben den benötigten Platz. Es kann TTLs. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir den Write-Throughput, ob wir damit wirklich zurechtkommen und ob auch das Read, ob das hinhaut. Denn lesen wollen wir natürlich auch wenn wir wenig lesen, wollen wir natürlich letztendlich lesen. Und wenn wir lesen, wollen wir natürlich auch schnell lesen. Was heißt schnell? Eine kleine Read-Latency. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man das hin? Was muss man jetzt optimieren? Letztendlich habe ich gesagt, wir wollen den Schreibdurchsatz optimieren und wir wollen die Leselatenz optimieren. Ja, das sind die Punkte, die für uns wichtig sind. Geringe Leselatenz heißt ja letztendlich nichts anderes als, wenn ein User klickt, lesen wir aus Cassandra. Und eine geringe Leselatenz heißt, der User wird schnell bedient. Deswegen wollen wir auf jeden Fall schnell lesen. Was diese Aspekte von wegen schnellen Durchsatz und geringe Read Latency lassen sich auf verschiedene Arten und Weisen optimieren. Die wichtigsten Stellschrauben, die man so hat, oder Aspekte, die man wirklich berücksichtigen muss bei den allermeisten Stores, sind Read Amplification, Write Amplification, Size Amplification. Das heißt, bei der Read Amplification, das heißt, wie viele Reads benötige ich denn nun wirklich, um an meine Daten zu kommen? Wenn ich ein B-Tree habe, ist das logarithmisch. Bei einer Hash-Struktur ist es optimalerweise vielleicht ein O von 1, komme ich direkt dran. Das wäre natürlich der optimale Fall. Aber natürlich, wenn ich schnell lesen will, muss ich das geringe Read-Latenz haben will, muss ich die Read-Amplification runterdrücken, so weit wie möglich. Write-Amplification, das heißt, wie viele IOPS brauche ich denn, um meine Daten wirklich auf dem Store unterzubringen? Im optimalen Fall ist das auch 1. Ich schreibe und fertig ist. Das ist aber leider nur immer theoretisch so, denn ab und zu werden mal Daten überschrieben, dann sind die Daten plötzlich zweimal auf Platte. Und man hat sie zweimal geschrieben. Interessant ist die Write Amplification insbesondere auch für SSDs, denn wenn man so richtig viel schreibt und die Write Amplification richtig hoch ist, damit kann man SSDs wunderbar kaputt schreiben. Das haben auch bei uns in der Firma schon Leute geschafft. Natürlich guckt man, dass man mit den Specs hinkommt, dass mit den SSDs, von den Spezifikationen der SSDs, dass man dorthin kommt. Das heißt, SSDs haben typischerweise eine Spezifikation, wie viel darf ich pro Tag schreiben, wie viel darf ich über die gesamte Lebensdauer schreiben. In dem Rahmen muss man natürlich bleiben. Das heißt, aber da müssten wir vielleicht darauf achten, wenn wir auf SSDs laufen, dass das hinhaut. Size Amplification. Wie groß sind die Daten hinterher wirklich auf Platte? Das kann mal relevant sein. Das heißt, ich schreibe und vielleicht gibt es noch ganz viel Overhead, Offset oder Daten, die mehrfach vorliegen. Aber wenn ich jetzt mal den Fall betrachte, den wir hier besprechen, und zwar die Nutzung als Cache, ist das meistens völlig irrelevant, weil der Platz auf einer Platte, sei es nun Harddisk oder SSD, ist so viel größer als das, was man im Hauptspeicher unterkriegt, dass das meistens dann kein Problem ist. Für andere Use Cases kann es relevant sein, zum Beispiel hat Cassandra auch so, zum Beispiel Compaction Algorithm, die einfach den doppelten Platz der Platte benötigen. Zum Teil machen sie eine Full Compaction, dann brauchen sie einfach den kompletten Platz nochmal. Diese drei Sachen muss man zum Teil optimieren und diese drei Aspekte werde ich jetzt mal im Einzelnen durchgehen, nacheinander. Fangen wir mit der Write Amplification an. Das heißt, es geht hier jetzt um den Write Throughput. Wie können wir die Writes denn optimieren? Ich weiß nicht, wer hat bisher schon so mit Cassandra gearbeitet, hier im Raum schon viele, alle so ein bisschen. Ich sage noch mal ganz kurz was zum Write-Path dabei bei Cassandra. Hier oben ist der Client, der schreibt Daten. Und was passiert faktisch bei Cassandra? Cassandra macht alles, was geschrieben wird, schreibt Cassandra an zwei Stellen. Erstens ins Commit-Log, damit es sicher ist, dass es nicht verloren geht. Zweitens erstmal in den Hauptspeicher. Es geht erstmal in den Hauptspeicher. Und wenn diese Memtable voll ist, dieser sogenannte Memtable, die im Hauptspeicher liegt, dann wird diesen Daten quasi auf Platte gedumpt.
Und entstehen aus der Memtable steht die SS-Table. Die hatten, da sind verschiedene Daten drin, da ist ein Index-File drin, da sind Blumenfilter drin, ganz viele Informationen werden auf Platte geschrieben, aber faktisch ist, diese zwei Writes passieren hier. Der Write-Path ist daher auch nicht sehr kompliziert. Das Commit-Log ist sehr einfach zu schreiben, das wird einfach linear geschrieben. Die Memtable ist sowieso extrem schnell zu schreiben, die liegt im RAM. Daher funktionieren Writes von der Theorie her schnell. So, die Frage ist, kann man irgendwas optimieren? Ich habe mal dran geschrieben, was da alles passiert. Zunächst mal kommen die Daten, grünes Network, zunächst mal kommen die Daten über das Netzwerk. Natürlich könnte man gucken, ob die Daten vielleicht dort, ob man die kleiner kriegt. Hier im RAM, ja, die Frage ist, ob man dort was optimieren kann. Hier schreiben wir auf Disk, ja, das könnte man vielleicht optimieren. Hier schreiben wir auch auf Disk, das könnte man optimieren. Dann gibt es potenziell bei Cassandra ja nicht nur eine Node, sondern viele Nodes. Und dann gibt es noch den Internode-Traffic, könnte man optimieren. Es sind so viele Stellen, die man optimieren kann. Die Frage ist, wo fängt man an? Wir hatten ursprünglich einige Parameter getuned und haben dann gesagt, dann starten wir doch mal da, wo es vielleicht den größten Impact hat. Wir fangen direkt mal beim Client an, wir machen die Daten kleiner. Ist erstmal eine gute Idee. Man kann zum Beispiel besser serialisieren, das hilft sicherlich. Und dann haben wir zusätzlich noch gesagt, wir versuchen einfach mal zusätzlich noch zu komprimieren. Und schauen mal, was passiert. Wir haben hier einzelne Links oder eine kleine Linkliste jeweils am Stück komprimiert, haben sie geschrieben und haben dann gemerkt, gut, das ist 20% weniger, das ist jetzt nicht so wahnsinnig, aber gut. 20% kleiner auf allen Ebenen heißt bei allen, auf allen Ebenen 20% mehr Kapazität. Frage dort. War das der erwartete Wert? Weil so aus dem Bauchhaus würde ich erwarten, dass ich URLs, in denen ich sehr viele identische Teile habe, besser komprimieren. Die Frage ist, der Punkt ist, wenn der die Frage war, warum die Compression Rate so niedrig ist oder ob die so niedrig erwartet worden ist. Hintergrund, ja, ich habe es ungefähr erwartet, denn eins, es ist richtig, dass viele URLs zusammen sich sehr gut komprimieren lassen, einzelne aber nicht und meistens kommen einzelne URLs an. Genau, die Frage war, ob das nicht noch intelligenter machen könnte mit Codebooks oder ähnlichen Dingen, um halt über mehrere URLs zu komprimieren. Das hätte man sicherlich alles machen können. Ich erkläre aber jetzt, warum wir das nicht getan haben. So, wir haben das erstmal getan, dachten, jetzt wird alles besser, zumindest ein bisschen besser, und haben dann gemerkt, dass das totale Anti-Pattern, ganz, ganz schlecht. Und ich erkläre auch mal, warum. Block Compression, das geht ungefähr in die Richtung, mehrere URLs auf einmal komprimieren. Denn Cassandra hat ja eingebaute Block-Compression für SS-Tables. Wenn wir vorkomprimieren, funktioniert das nicht mehr. Das heißt, das hier ist schon mal relativ schlecht. Uns war natürlich bewusst, dass Cassandra für SS-Tables komprimiert. Haben gesagt, naja gut, die SS-Tables, da bringt es nicht viel, aber für alle anderen Sachen, Transfer übers Netzwerk, Internode-Traffic und alles andere, was dort ist, Commit-Log, da werden die Daten ja kleiner. Und unglücklicherweise muss man dazu sagen, was wir gesehen haben war, alles wird viel schlimmer. Wir hatten mehr Network-Traffic, wir hatten größere SS-Table-Files, Commit-Logs waren größer, alles war größer, alles. So, die Frage ist jetzt, es sollte ja mindestens so groß sein wie vor oder möglichst ein bisschen kleiner, wie kann denn das passieren? Und die Antwort ist einfach, Cassandra komprimiert nicht nur SS-Table-Files. Cassandra hat die Möglichkeit, sehr viel zu komprimieren, hat in den letzten Jahren immer mehr dazugelernt und ich zeige gleich auf der nächsten Folie auch, was man alles komprimieren kann und was Cassandra von sich aus tut und was man zusätzlich noch konfigurieren kann. Was bei uns jetzt wirklich passiert ist, ist Folgendes. Wir haben diese tollen 20% gehabt. Dann kam die Cassandra Block Compression, die hat dann was erzeugt, was mal kleiner war, mal größer, und wir kamen letztendlich auf 80% der originalen Größe heraus. Und das hier ist passiert, wenn wir nichts tun. Kein extra Code, wir machen auf Client-Seite nichts. Cassandra komprimiert ungefähr 80% runter.
Ergebnis hinterher ist 20%. So, das heißt, unsere Versuche waren hinterher viermal größer als das, wenn wir nichts getan hätten. Also, was lernen wir daraus? Vielleicht gibt es ganz super Spezialfälle, wo das sinnvoll ist. Bei uns nicht. Und ich denke, auch für die allermeisten Fälle bringt das nichts. Hier sind gesagte Parameter, die man konfigurieren kann. Die sind zum Teil in der Konfiguration von der Cassandra. Zum Teil sind sie in den SS-Table-Definitions drin. Zum Beispiel die SS-Table werden direkt damit beim Create-Statement generiert. Zum Beispiel mit einem LZ4-Compressor. Die Client-Connection kann man komprimieren. Cassandra hat verschiedene Komprimierungsarten. Da ist halt die Frage, will man einen schnellen oder will man einen, der möglichst klein ist. Wenn man richtig viel Traffic macht, kann es sein, dass, und man ist CPU-bound, kann es sein, dass es vielleicht Sinn macht, sowas wie Snappy zu verwenden, die das ein bisschen schneller ist als LZ4 typischerweise. Internode Compression, das ist der Traffic, der zwischen den Knoten hin und her geht. Da muss man tatsächlich aufpassen bei der Internode Compression. Die Default-Konfiguration hat sich geändert zwischen Cassandra-Versionen. Das heißt, da muss man im Einzelfall wirklich mal nachgucken, welche Version habe ich und was der Default. Unglücklicherweise gibt es sogar Bug-Reports dazu, dass die Defaults, die in der Config eingetragen sind, nicht immer die richtigen Defaults sind. Also da muss man extrem scharf hingucken. Wenn man sicher gehen will, ob man jetzt Internode Compression macht oder nicht, explizit konfigurieren, dann weiß man es sicher. Dann gibt es noch weitere Files, die sind normalerweise nicht kompresst in keiner Cassandra-Version. Das ist das Commit-Log, das ist das, was ich sagte, wenn auf dem Write-Path, das Schreiben auf Disk, ja, das ist Commit-Log. Ist normalerweise nicht komprimiert, kann man aber anstellen, wenn man jetzt denkt, das bringt einem was. Und Hints, das ist im Prinzip die Internode-Kommunikation, die gerade nicht stattfindet, weil die Internode-Compression kaputt ist. Weil eine Node ist gerade down, dann speichert er das zwischen. Kann man auch komprimieren, muss man für den Einzelfall mal gucken. Aber ich sag mal, für High-Traffic-Szenarios sollte man sich Kompression auf jeden Fall im Detail angucken. Das kann einen extrem großen Unterschied machen. Eine weitere Sache, die jetzt nicht unbedingt für die Write-Amplifications, aber auch die Writes betrifft, ist Write-Coalescing, das heißt Zusammenfassen von mehreren Writes zu einem, das heißt zwischen den Nodes. Warum tut man das? Das kann auch wieder zu tun haben, dass die Compression wirklich besser wird. Es kann auch ein bisschen effizienter sein, statt ganz viele Einzelpakete zu schicken, mal Größe zu schicken. Und wir haben das bei uns ausprobiert auf wirklich Bare Metal, das heißt wirklich auf echter Hardware. Für uns war es 25% weniger Netzwerktraffic. Cassandra selbst dokumentiert, dass dieses Feature implementiert wurde, ist insbesondere für virtuelle Maschinen, weil deren Netzwerklayer gerne Pakete zerstückelt. Und es gibt viele Blogposts, die auch mal sagen, wir haben jetzt 10-mal so einen Durchsatz auf virtuellen Maschinen. Es hängt extrem von der Virtualisierungstechnologie ab, also im Zweifel bitte selber nachmessen. Normalerweise ist es aber überhaupt nicht schlimm, das zu aktivieren. Also es zu aktivieren ist normalerweise immer eine ganz gute Idee. Es kostet nicht viel CPU oder sonstiges. Es sollte im Regelfall immer oder fast immer sowieso effizienter sein. Normalerweise ist es aus. Es gibt Möglichkeiten, Fixed Moving Average Time Horizon, gehe ich jetzt nicht im Detail rauf, was das ist, im Zweifel mal in der Config nachlesen. Da, wo Write Amplification wirklich relevant sein kann, ist wie in dem Schritt, wenn die Daten aus dem Hauptspeicher auf Platte geschrieben werden. Das heißt, man kann dort sich überlegen, wie groß soll die Memtable wirklich sein. Das heißt, so groß ist sie hinterher auch auf Platte. Und wenn Komprimierung läuft immer auf kompletten SS-Tables. Das heißt, indem man selber bestimmt, wie groß die Memtable ist, hat man einen ziemlich großen Einfluss darauf, wie es auf Platte geschrieben wird und wie hinter die Komprimierung laufen, die Compactions laufen. Es gibt ein paar Defaults,
Die sind im Regelfall ganz gut. Memtable Heap Space in Megabyte, Default ein Viertel of Heap Size, Flash Writers, konfiguriert er auch von selber 2 bis 8 Threads. Und eine Sache, die gesagt wird, normalerweise kann man ja ohne nur so viel schreiben, wie jetzt der drunter liegende Betriebssystem kann, beziehungsweise die drunter liegen, effektiv hinter die Platten, die unten drunter liegen, und die haben nur eine gewisse Anzahl von Köpfen. Effektiv ist deswegen 2 bis 8 Threads dort konfiguriert. Cassandra sagt aber selber auch, wenn man SSDs verwendet, da ist eine Stellschraube. Eine SSDs haben viel mehr IOPS und können mehr schreiben. Ja? Wir haben, glaube ich, gar nicht so viel konfiguriert. 16 Gigabyte, glaube ich, 16, 20, 24, glaube ich. Man muss da auch ein bisschen tunen, weil Garbage Collection ist auch immer kein schöner Prozess, auch mit G1, wenn die Daten sehr groß sind und man einen hohen Durchsatz hat. Aber wir haben halt versucht, die Speicher relativ klein zu machen, weil ja ohnehin der Plan ist, die Daten nur kurz im Hauptspeicher zu halten und eigentlich sofort auf Platte zu flaschen. Es ist so konfiguriert, dass halt wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen 512 MB so eine Table haben, dann brauchen wir auch nicht wahnsinnig viel Speicher, dann brauchen wir halt nur ein paar Gigabyte im Prinzip. Ja. Alles andere ist nur für Sicherheit. Normalerweise müsste so ein System problemlos mit 16 Gigabyte auskommen. Aber bitte den eigenen Load mal angucken, insbesondere auch die Reads betrifft, weil Cassandra kann ja auch Caching. Und daher, das war die Frage zu, wie groß ist der Heap, also nicht groß. So, das war der Zustand 2016. Dezember 2016, wir haben das ganze System deployed, kurz vor Weihnachten. Weil wir haben gesagt, das ist toll, danach verlassen alle die Firma und kommen 3 Wochen später zurück. Also ist das ein guter Zeitpunkt? Nein, Scherz, wir hatten tatsächlich auch vor längere Tests und waren sicher, dass das System gut funktioniert. Und das tat's. Super. Und das hat tatsächlich funktioniert. Wir haben halt, dann kam halt Weihnachten und Neujahr und zum Teil suchen viele Leute dann auch nach Urlaub und das System funktioniert super. Und dann haben wir etwas später, 4 Wochen später kamen wir alle zurück. 3 Wochen später kamen wir alle zurück, war alles gut. 1 Woche später geht das System kaputt. Cluster ist down. So, wie konnte denn das passieren? Wir haben das Ding nicht angerührt. Weder wegen Weihnachten, nicht während Neujahr und auch nicht, als wir zurückkamen. Plötzlich geht es kaputt. Und was wir sahen, war, dass eine einzelne Node von Cassandra war down. Sie wollte zumindest irgendwie mit dem Rest des Clusters nicht mehr sprechen. Dann haben wir gesagt, gut, dann starten wir die neu. Ging auch einen Tag lang gut. Dann haben wir das nochmal gemacht, dann ging es 3 Tage lang gut. Dann ging es 2 Tage lang gut und wir haben uns gefragt, was haben wir jetzt gemacht? Tja, und es war nicht bezogen, dass dort eine besonders hohe Last wäre. Das kann doch auch während ganz geringer Last passieren. Und da war der Frage natürlich eher, was haben die gemacht? Weil Überlegung ist natürlich, haben wir es doch irgendwie haben wir doch zu viel mit Cassandra gewollt und jetzt kann es jetzt nicht. Hinterher haben wir begonnen, Threaddumps zu nehmen und haben diese Stelle ausgemacht. Und die sieht jetzt relativ harmlos aus. Ich weiß nicht, kann man das von da hinten noch lesen oder nicht? Hat irgendjemand hier eine Idee, was da kaputt sein könnte? Das ist allgemein übrigens der Thread für Internetkommunikation, der liest aus einer Queue und will dann mit dem Rest des Clusters mit einer anderen Node kommunizieren. Ja? Ja, das heißt, und hier wartet, will er bloß ein bisschen warten. Sieht man, was da kaputt sein könnte? Wie bitte? Overflow, das heißt quasi, das ist quasi so eine Art Integer-Overflow. Das kam von da hinten. Das ist eine gute Idee. Das dachten wir zunächst auch und haben dann bemerkt, nee, das overflowt gar nicht. Und dann war die Überlegung, wenn es nicht overflowen kann, weil es so klein
weil dieses Max-Corless-Window dann halt nochmal so klein ist, dass das nicht passiert. Und dann war die Frage, kann noch was anderes passieren? Und ich kann das gerne mal auflösen, was passiert ist. Sleep ist null. Weil Sleep mal 2 kleiner Sleep mit 2 multiplizieren. 0 mal 2 ist 0. Dieser Thread hat sehr lange gelaufen, hat 100% CPU verbraucht und dann nichts getan. Wir haben uns natürlich dann gefragt, wie kann denn das passieren, weil das ist natürlich Code, der ist in Cassandra, der ist da vielleicht auch schon seit Jahren drin. Das ist die Inter-Node-Communication. Was ist jetzt wirklich passiert? Ursprünglich dachten wir, wir haben noch irgendwas falsch konfiguriert oder doch irgendwas gemacht, aber nein, das war tatsächlich ein Fehler in Cassandra. Und faktisch ist das Sleep-Wert wird berechnet an einer anderen Stelle, wo er sagt, wie lange dauert das Ganze. Effektiv ist das dieser Return-Wert. Cassandra misst etwas innerhalb von ungefähr einer Sekunde. Das heißt, das ist ungefähr eine Sekunde in Nanosekunden und teilt das durch die Summe. Doverweise ist die Summe so groß, dass hinterher Null bei rauskommt. Kann eigentlich nur passieren, wenn wir 1 Milliarde Writes pro Sekunde machen, was technisch ziemlich unmöglich ist. Denn wir hätten ungefähr eine Nanosekunde pro Write, was ein bisschen komisch ist. Man geht aktuell davon aus, dass es ein Statistikbug in Cassandra ist. Ich hatte dann ursprünglich einen Patch reingereicht. Eine Woche früher hat es jemand anders auch gefunden. Der hat genauso gesagt, das ist eigentlich unmöglich, aber es tritt halt bei ihm auch auf. Faktisch ist das Wort dann Bug in Cassandra und er ist jetzt gefixt. Wo ist der gefixt? In Version 3.0.11 ist der gefixt. War aber leider nicht alles. Wir sprachen gerade von so einem Reader-Thread, der dort rausliegt aus der Backlog-Queue. Und das ist der Code ungefähr, der reinschreiben will. Der wird concurrent ausgeführt. Und auch dort ist leider irgendwie ein kleines Problem. In der Queue können auch Daten drinstehen, die nicht relevant sind. Sie können expiren in der Queue. Manche Nachrichten können bei Cassandra expiren, die sind nicht relevant. Manche sind relevant, aber Cassandra versucht beim Reinschreiben ab und zu mal zu gucken, ob da irgendwas drin verfallen ist in der Queue. Das heißt, wenn jetzt einer dieser Threads hier ankommt, hier oben, und sagt NQ irgendwas, dann gucken wir erstmal, ist die Größe der Queue größer als 1024, dann expiren wir, iterieren durch die Queue und wenn was expired ist, raus damit. Problem an der Geschichte ist, der erste Thread, der hier reinkommt, geht hier rein, Backlog-Size ist groß, wir gehen hier rein, wir fangen an zu iterieren. Geht ja eigentlich in die Queue. Und das machen alle Threads, die halt gerade schreiben wollen, was potenziell viele sind. Faktisch ist hinterher die Queue ist natürlich eine Datenstruktur, die auch Logs braucht. Effektiv iterieren hinterher ganz viele Queues über die Threads über die Queue, machen nichts anderes als versuchen, Elemente rauszutun, machen alle dieselbe Arbeit, locken die Queue. Und übrigens, es ist derselbe Lock wie für den Reader-Thread. Das heißt, der Reader-Thread kommt auch nicht voran. So, das war auch nicht besonders schön, weil nachdem wir einmal gedacht hatten, oh, das ist gefixt, ging es immer noch nicht. Das heißt, den haben wir dann gefixt. Wurde ein bisschen später, in der 3.0.14, ist der jetzt gefixt. Da sind auch ein paar andere Sachen gefixt, da die Statistiken für Drops waren zum Teil extrem zu niedrig. Es gibt noch einige andere Fixes da drin. Im Detail kann man es aber im Zweifelsfall in dem Ticket nachlesen. So, Read Amplification. Jetzt haben wir uns so sehr um Writes gekümmert. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt können wir schön schreiben. Die Frage ist, können wir jetzt auch schön lesen? Read Amplification heißt ja letztendlich in Cassandra, für Cassandra, wo bekomme ich die Daten her? Wo kann Cassandra die Daten haben? Das hier ist der Readpass, der ist immens kompliziert. Der rechte Teil, den kann man vielleicht erstmal vergessen. Wir können jetzt mal nur diskutieren über den Teil hier links. Wir haben gesagt, wenn Cassandra schreibt, schreibt er erstmal in die Memtable und wenn die voll ist, schreibt er in die SS-Table. Das heißt, die Daten können in der Memtable sein oder in jeder SS-Table, die auf der Platte liegt. Das können eine sein, das können 100 oder 500 oder 2000 sein.
Cassandra ist ein bisschen klug mit Bloomfilters, mit den Bloomfiltern. Das heißt, er weiß grundsätzlich, dass in manchen dieser Dateien die Daten nicht liegen. Aber potenziell könnte theoretisch in dieser Tables das liegen. Und Read Amplification in Cassandra Terms heißt letztendlich, in wie viele Tabellen muss er hier gucken. Weil der Lookup in der Memtable, die ist natürlich schnell. Das ist Speicher, das ist einfach der Hashmap. Das geht schnell. Das heißt, in wie viel muss ich nachsehen, um das Datum zu finden? Optimalerweise 1 oder im Cache sogar kleiner als 1, weil Caching heißt natürlich, Daten sind vielleicht auch nicht da. Also potenziell im Optimalfall ist der Wert sogar kleiner als 1, in wie viel SS-Tables er gucken muss. Am Ende, was Cassandra macht, mergt alle Daten, liest die Memtable, liest von allen SS-Tables, wo die Daten drin sein könnten, mergt hinterher das und liefert den neuesten Wert zurück. Jetzt sprechen wir natürlich vom Lesen und die Frage ist, wie kann man Lesen optimieren? Es gibt auch dort wieder extrem viele Stellen, die man optimieren kann, weil der Read-Path ist halt sehr komplex. Wir haben uns entschlossen, erstmal an einer Stelle anzupacken, die scheinbar gar nichts mit dem Lesen zu tun hat. Compaction. Compaction bei Cassandra ist halt der Prozess, mehrere SS-Tables zu nehmen und zu einer zusammenzuführen, um halt Duplicate-Keys zu löschen, um Werte, die halt expired sind, TTL, zu löschen. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Cache Daten schreibe, die expiren, dann muss ich sie wieder schreiben. Die expiren, ich muss sie wieder schreiben. Das heißt, sie sind potenziell in mehreren Tabellen drin. Cassandra wird sie auch alle lesen versuchen, weil Cassandra weiß erstmal nichts davon, dass das expired ist. Cassandra muss erst lesen, sieht dann, ist expired und beim Mergen sieht Cassandra dann, okay, das ist der Wert, den ich zurückliefern muss. Das heißt, in einem Cache kann es sehr leicht dazu kommen, dass wir eine hohe Read Amplification haben, weil halt so viele SS-Tables dieselben zum Teil expired Werte haben. Lösung dazu, Compaction. Daten zusammenführen, Duplikate rauswerfen. Das heißt erstaunlicherweise, das Lesen wird schneller, indem wir halt mehr schreiben. Das ist der Trade-off, den man in Cassandra halt hat. Wenn man schneller lesen will, dann muss man halt was anderes, da wird etwas anderes halt teurer. In dem Fall jetzt mehr Writes. Aber darin steckt definitiv großes Potenzial. Andererseits ist das auch sehr riskant, weil IOPS effektiv sind böse IOPS, weil das sind nur technische IOPS. Dem Service, der dahinter steht und dem Kunden bringen die gar nichts, das ist halt bloß Maintenance. Es ist nur Maintenance. Maintenance der Datenbank von Cassandra. Und es ist durchaus nicht unwichtig, dass Daten compacted werden und dann nochmal compacted werden, nochmal. Das heißt, wenn Daten jetzt vierfach compacted werden, dann 80% aller Writes nur für Compaction. Das heißt, nur 20% der IOPS bleiben übrig für andere Writes, für die wirklich echten Writes, die uns interessieren. Ja? Wie bitte? Was für eine Art von Storage hattet ihr denn hinten dran? Die Frage ist, was da für ein Storage hinten dran ist. Es ist natürlich so, ich habe ja gesagt, es ist ein Cassandra und bei Cassandra, es sind lokale Platten, in dem Fall sind es Harddisks. Harddisks, keine SSDs. Durchaus ordentliche Harddisks und natürlich kann man auch dann wieder gewinnen, indem man sagt, ich nehme welche, die können noch mehr schreiben, ich nehme welche, die SSDs, die vielleicht noch mehr IOPS haben, die vielleicht teurer sind, das ist alles möglich. Effektiv trotzdem, 80% ist einfach vergebene Liebesmüh. Frage, ich weiß nicht, ob schon gesagt wurde, habt ihr auch damit experimentiert, über die Redundanz zu arbeiten, weil wenn also jetzt dieselbe Datensatz soll auf mindestens 2 Knoten genau, die Frage war, wie sieht das aus mit Replication und ob
das in dem System vorgesehen ist, das dort umgesetzt worden ist? Die Antwort lautet ja. Jede Daten liegen auf mindestens zwei Nodes vor. Und da ist Cassandra auch wirklich extrem gut drin. Das heißt, Cassandra optimiert dort selbstständig, von welchen Nodes es liest. Wenn Cassandra sieht, eine Node ist langsamer, geht der Traffic mehr auf die anderen Nodes rüber. Das ist wirklich ein System, was wirklich für uns wirklich sehr gut funktioniert. Ja. Nichtsdestotrotz, es bleibt dabei, egal wie viele Knoten ich da habe und wie viel Redundanz ich da herstelle, trotzdem Compaction frisst meine IOPS auf. Und das heißt, an der Stelle sollte ich vielleicht wieder dafür sorgen, dass nicht so viel komprimiert wird und nur so viel wie nötig, um dann wieder meine Reads schnell genug bedienen zu können. Ja? Und, eine Sekunde, es betrifft nicht nur das Schreiben, denn IOPS heißt letztendlich, die Platten bewegen ihre Köpfe oder halt auch SSDs haben natürlich auch IOPS. Sie können während der Zeit, während sie schreiben, auch nicht lesen, potenziell. Das heißt, es betrifft, das Schreiben betrifft natürlich auch wieder das Lesen. Frage da hinten. Die IOPS, die jetzt für Perfection aufgegangen sind, ist das jetzt ein Fixer-Wert? Also angenommen sind, keine Ahnung, 400 IOPS, die für Perfection draufgehen, mit den, keine Ahnung, 6 Platten, 4 Platten schafft man irgendwie 800. Dann ist irgendwie klar, wo die Perfection Rate herkommt, in der SSD wird man irgendwie 100.000 schaffen, das würde aber genauso für IOPS wie Perfection bleiben? Oder ist das ein Wert, der unabhängig von der Anzahl der IOPS? Grundsätzlich, die Frage war, ob die Frage basiert jetzt, glaube ich, darauf, dass, ob die IOPS. Fixer Wert ist, unabhängig von dem zugrunde liegenden System, oder ob das ein Wert ist, der abhängig ist, sagen wir, von der Gesamtlast, die auf dem System liegt. Man könnte sein, dass er sagt, ich brauche, egal ob es unter liegt, egal wie groß die Daten sind, 100 IOPS nur für Perfection. Ja. Ja, im Wesentlichen die Frage, wie variabel ist dieser IOPS-Wert? Der ist einfach extrem variabel. Es hängt davon ab, wie die Daten reinkommen, wie oft sie überschrieben werden, wie oft komprimiert werden kann, muss, darf, soll. Und Cassandra ist an der Stelle auch nicht immer extrem transparent. Man kann zwar sehr viel konfigurieren, in den Logs steht aber nicht immer so genau der Grund, warum jetzt komprimiert wird. Das ist tatsächlich ein Problem. Man konfiguriert etwas, lässt es dann laufen und beobachtet die Änderungen. Und abhängig von Last ändert sich das. Wir haben auch tatsächlich mal gehabt 95% IOPS für Compaction. Zum Teil kam er hinterher mit der Compaction gar nicht hinterher. Das ist problematisch. Bei extrem hohen Schreibraten ist das halt problematisch. Da muss man halt gucken, da muss man halt Kompromisse machen. Ja? Habt ihr euch irgendwie so eine Art Test-Suite gebaut, quasi, um das dann den Load auch zu simulieren? Wir haben verschiedene, ja, wir haben auch Test-Suites gebaut, wo zum Teil mit Originalproduktionsdaten gearbeitet worden ist, die aber zum Teil mutiert worden sind, wo einzelne Felder mutiert worden sind. Das ist die eine Möglichkeit. Hinterher, als das System weitestgehend fertig war, haben wir tatsächlich sehr viel live in Produktion getestet. Auch dort ist es sehr hilfreich, mehrere Nodes zu haben, dass man sagt, jetzt gucken wir doch mal, ob die sich wirklich anders verhalten, wenn ich jetzt einen Node mal verändere in den Parametern, ob die jetzt besser wird oder nicht. Sehr hilfreich, wenn man diese Option hat. Wir testen zum Glück bei Trivago extrem viel und haben da sehr große Freiheiten. Das heißt, wir testen, haben sehr, sehr viel mit Parametersätzen herumgespielt, haben versucht zu verstehen, auch wie Cassandra wirklich arbeitet. In der Dokumentation, sie ist sehr ausführlich, beantwortet aber auch nicht alle Fragen, gerade im Bereich Compaction, da habe ich Stunden mit Lesen von Source Code verbracht, weil es im Detail schon sehr trickreich ist. Es sind auch unglaublichste Heuristiken, die dort gebildet werden. Manchmal liegt der halt daneben, manchmal sagt er, ich hab da, glaube ich, 150% expired cells. Ja, 150% sind expired, glaube ich. Ja. Und er kann halt extrem daneben liegen. Es ist an der Stelle weniger deterministisch, als mir lieb wäre. Aber man kann es in den Griff bekommen. Man muss allerdings sagen, Cassandra ist ein Biest. Das geht nicht mal so eben. Ja? Man muss sich mit Compaction wahrscheinlich beschäftigen, wenn man richtig viel schreibt. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, eben schon gesagt, Memtable, wann kann,
Man kann Memtables im Heap und Off-Heap speichern. Man kann definieren, wie groß die sein sollen, bevor sie auf Platte schreibt. Ganz wichtig, die Compaction Strategy. Eine der neuesten, die wir dort haben, ist die Time Window Compaction Strategy. Die ist halt deswegen sehr schön, weil sie halt sehr schön präzise ist. Zum Beispiel haben wir konfiguriert, alle 15 Minuten wird eine SS-Table geschrieben. Das heißt, man weiß sehr genau, wie groß die einzelnen Segmente sind und wie alt die Daten da drin sind. Das ist sehr schön. Throughput, der ist manchmal sehr klein, der maximal Throughput per Second, wenn man richtig viel durchsetzt, ist auf jeden Fall mal setzen, wenn er nicht hinterherkommt. Und wer mal mit Cassandra gearbeitet hat, wird immer das Grace-Intervall mal gesehen haben. Nach 10 Tagen werden alle Daten gelöscht. Wir haben es gesetzt auf 2 Minuten. Totally non-recommended, aber für einen Cache super. Für einen Cache wirklich super, weil es dadurch garantiert ist, dass die Daten auch wirklich weggeschmissen werden. Sonst bellt Cassandra die Daten, obwohl sie überschrieben worden sind, noch ewig. Ja. Und allgemein der wichtigste Tipp, was das Lesen betrifft, wenn es irgendwie geht, von aus dem REM lesen, weil das sind auch SSDs langsamer als REM. Das heißt, Cassandra hat verschiedene Caches. Operating System cached übrigens auch. Manchmal muss man bei Cassandra gar nicht so viel konfigurieren, weil das Operating System, je nachdem, was da drunter liegt, weiß oft sehr gut, welche Blöcke es zu cachen hat. Zum Teil, wir haben mal begonnen mit, wir konfigurieren gar nichts dort, lassen alles vom Operating System machen. Funktioniert eine Zeit lang auch relativ gut. Oder wenn keiner dieser beiden Systeme irgendwie, weder Cassandra noch das Operating System irgendwie eine Idee hat, was es denn im Hauptspeicher halten sollte, man kann natürlich noch einen externen Cache, noch einen extra davor schalten. Würde ich normalerweise nicht empfehlen, weil dann hat man ein weiteres System. Ja, ich sag mal ganz kurz noch was zur Size Amplification. Nämlich normalerweise würde ich sagen, bitte mal gucken, dass man ordentlich serialisiert. Bitte nicht Java Serialization, das ist immens groß, bitte nicht. Irgendwas anderes, Proto-Buffer, Cryo, Custom Serial, irgendwas nehmen, was das Ding klein macht und möglichst auch rückwärtskompatibel und so weiter. Ansonsten, hier steht, was man so machen kann, aber allgemein ein bisschen gar nicht optimieren. Also, wenn man einen Cache machen will, gar nicht optimieren, weil man hat so viel Platz auf Platte, da zu tunen, bringt nichts. Also normalerweise hat man so viel Platz auf Platte, braucht man gar nicht. So, wir sind kurz vorm Ende. Ja, was haben wir gelernt? Hat das überhaupt funktioniert? Die Antwort lautet... Ursprünglich hatten wir im Jahr 2016 10 Memcache-Servers, wir hatten dann noch welche dazugekauft. Jetzt fahren wir mit 3 Cassandra-Nodes, die bis zu 1 Million Writes per Second machen und unsere Read-Last können. Das funktioniert nur deswegen so gut, weil wir das gemacht haben, wo ich eben gesagt habe, das würde ich eigentlich nicht tun. Wir haben noch weitere REM-Server davor, in dem Fall jetzt Hazelcast. Aus dem Grunde, weil tatsächlich weder Cassandra noch das Operating System weiß, was man cachen sollte. Der Hintergrund ist der folgende. Cachen sollten wir möglichst das, ich habe ja gesagt, es geht darum, dass da, wo die User drauf klicken. Und das können wir Cassandra nicht beibringen. Wir können Cassandra nicht beibringen, worauf der User klickt. Das sollte möglichst im REM-Cache liegen. Und wenn wir das tun, deswegen haben wir hier 2 weitere Server, die im REM cachen. Effektiv konnten wir vor hier mit einem halben Terabyte, irgendwann war es auch ein Terabyte, etwas über eine Milliarde Links cachen. Jetzt können wir 55 Milliarden cachen bei der Hälfte der Server. Und trotzdem noch vernünftige Antwortzeiten. Und das Gute ist dabei, hier haben wir jedes Jahr sagen müssen, wir kaufen nach. Dieses System müssen wir vermutlich in den nächsten 3 Jahren nicht mehr anrühren. Wie schnell sind wir? Das ist vielleicht auch noch interessant. Ich habe gesagt, wir müssen schreiben. Ich habe jetzt behauptet, wir schaffen den Write-Throughput. Das stimmt. Wie schnell sind wir beim Lesen? Das sind jetzt Read-Latencies Percentile P50. Die sind jetzt nicht super schnell,
aber für den Kunden trotzdem noch ausreichend. Man hat irgendwie 8 Millisekunden, wenn es mal richtig schlimm wird, haben wir hier mal 18 Millisekunden. Das Gesamtsystem hat eine deutlich bessere Read Latency, weil wir doch den RAM-Cache davor haben. Zu Cassandra gehen wir nur, wenn das andere System keine Daten hat. Das heißt, wir haben tatsächlich ein System geschaffen, das wir nicht anpacken müssen, das quasi unendliche Kapazität hat und vergleichbar schnell ist wie das andere System, vielleicht ein bisschen langsamer, aber für den Kunden deutlich schnell genug. So, letzte Folie, dran ändern, IOPS. Wirklich ein Problem, wenn man einen hohen Throughput hat, gucken, wofür man sie verbraten möchte. Willst du sie für Compaction verbraten oder willst du sie wirklich für den Anwendungsfall verbraten? Für Harddisk ist es halt besonders wichtig, weil die Köpfe, die müssen sich halt bewegen. Das ist halt problematisch. Und bei SSDs, wenn wir halt viel schreiben, machen wir sie kaputt. Ja, wie gesagt, und sollte jemand hier tatsächlich wirklich viel schreiben, dann bitte mal upgraden. Bitte mal upgraden auf eine neue Version, weil die Bugs dort waren wirklich nicht schön. Viele schlaflose Nächte beschert. Und von meiner Seite aus war es das. Vielen Dank. Gut, Zeit für ein bisschen Fragen haben wir noch. Da vorne haben wir schon die erste, vielen Dank. Was halten Sie denn für ein Netzwerk? Irgendwie 10 Gigabit oder mehr? Die Maschinen selber haben Gigabit bzw. Bonded 2 Gigabit, also dann. Das Backbone, das war irgendwie sehr interessant, das haben wir dann mal prompt mal eben überlastet mit dem System. Weil auch die hohe Internode-Traffic war zwar zwischen Cassandra-Nodes, deswegen hat man da ein bisschen aufgebohrt inzwischen, ich weiß nicht, ob es jetzt 20 Gigabit oder 40 oder wie viel auch immer, auf jeden Fall über das Backbone haben wir jetzt kein Problem mehr. Aber das ist tatsächlich ein Problem bei Cassandra natürlich, nicht Cassandra-spezifisch, es ist ein Cluster und Cluster müssen miteinander sprechen. Und wenn man halt Daten repliziert, umso mehr. Das heißt, alles wird halt doppelt. Eine Node nimmt die Daten an und transportiert sie zur anderen Node, die sie auch braucht, weiter. Ja. Die Frage war, wie finden wir Fehler im Code? Bezieht sich das jetzt auf Cassandra-Code oder? Lesen und die richtige Stelle finden. Also letztendlich, wir haben Thread-Dumps gemacht, haben dann plötzlich gesehen, da ist so ein komischer Thread, der ist immer im selben Status. Er steht immer an derselben Stelle und dann hat der Kollege gesagt, also die Stelle, die dort ist, ist Thread Sleep. Diese um mit 2 multiplizieren. Wir sagten, warum sollte die ganze Zeit an derselben Stelle mit 2 multiplizieren sein? Und dann haben wir natürlich gesagt, oh, Mist. Das war ein bisschen trickreich, weil man muss das System natürlich im Zustand erwischen, wo es erstens noch ansprechbar ist und zweitens aber auch kaputt ist. Ja, wo der das aufgetreten ist und wo es aber auch noch kommunizieren kann. Und das war ein bisschen trickreich. Das haben wir irgendwann automatisiert. Wir haben Monitoring auf dem System und haben dann gesagt, sobald das auftritt, laufen unsere Thread-Dumps. Und wir haben tatsächlich 10 Thread-Dumps hintereinander geschlossen, vollautomatisch, und haben uns die dann hinterher angeguckt. Gut. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wenn noch Fragen sind, dann gerne. Wie viele Daten sind jetzt effektiv in diesem Cassandra-Cluster gespeichert? Wir haben jetzt gerade gar nicht mehr geguckt. Wir hatten dort dieses halbe Terabyte vor. Das war aber Daten aus letztem Jahr und da hat das System schon entwickelt. Theoretisch würde ich jetzt einfach sagen, ein Terabyte. Das stimmt aber nicht, weil es komprimiert ja. Tatsächlich sind die Daten nicht größer, als ich letztens guckte, waren das wirklich nur ein paar hundert Gigabyte, also vielleicht ein halbes Terabyte. Es ist relativ übersichtlich. Würde voraussetzen, dass man ein System hat, die Frage war, das passt ja auch in Arbeitsspeicher. Wenn man ganz viele Maschinen hat, die muss man aber auch wieder jedes Jahr neu kaufen, ja, weil man muss halt gucken, dass man genügend Maschinen hat. Oder man braucht ein System, was im Arbeitsspeicher dasselbe macht wie Cassandra, Block Compression. Das haben wir noch nicht gefunden. Vielleicht RocksDB. RocksDB kann die RAM-Disk loop mounten, oder quasi in RAM-Disk schreiben und hat dadurch die Dateien im RAM.
Aber es gibt einen anderen Grund, warum wir nichts machen, warum wir auch REM nicht benutzen, nicht nur benutzen wollen. Wenn man eine Wartung macht, die Daten weg. Mögen wir nicht so sehr. Ja, aber ist ja kein Problem, jetzt einen Server mit 384 GB Arbeitsspeicher hinzustellen. Dann mal 4 Stück oder so, damit man ein bisschen Reservekapazität hat. Dann passt das Datenset ja schon in den Arbeitsspeicher. Muss man gar nicht mehr mit den Festplatten kämpfen. Das kommt dann auch mal, wo man aussieht. Bei manchen ist ja Ja, genau, die Frage war weiterhin irgendwie, warum nicht REM, aber wie gesagt, eins der Ziele war halt auch, wir wollen die Daten nicht verlieren, nur weil wir irgendwo mal eine Maintenance machen. Eine Frage haben wir noch, ich glaube, dafür haben wir noch gerade Zeit. Gut. Das ist nur zum RAM, also man kann ja beides machen, wenn wir die Daten auf Platz haben, trotzdem ausreichend RAM. Und es gibt halt Systeme, wo man die Daten in jedem RAM halten kann, zum Beispiel indem man das Block-Layer einfach komprimiert, man muss ein ZFS nehmen, der kann den komprimierten Block-Layer im RAM haben, da kann man komprimierbare Daten auf Ja, genau. Genau. Nee, der Vorschlag war, man kann natürlich auch andere Lösungen wählen, wie bestimmte Dateisystem können komprimieren, wie ZFS. Natürlich sind alle solche Lösungen denkbar. Wir haben uns jetzt ein bisschen anders entschieden. Wir haben einfach gesagt, wir nehmen irgendwas, was man auf jedem Dateisystem, auf jedem Betriebssystem mehr oder weniger laufen lassen kann, was dann funktioniert. Natürlich, wenn ich es heute nochmal machen würde, die Frage ist, ob ich es nochmal exakt so machen würde oder ob ich auf den Cluster verzichte und sowas wie RocksDB mache, was auch dasselbe System ist, was ähnlich wie Cassandra arbeitet, aber ohne Cluster. Gut, vielen Dank. Ich sehe jetzt gerade keine weiteren Fragen. Dann danke ich herzlich und wünsche noch schöne Heimfahrt oder noch einen Restvortrag. Ich weiß nicht, ob ihr noch Vorträge habt. Dann tschüss.